den ersten und der andere wird vom anderen zerfetzt. Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Jetzt Crowley Ausfahrt. Nein, 2.10. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Bei Dylan! Kapitel 9! Die Matriarchin. Ich kann heute... Ich lese zu schnell. Danke, Dennis. Danke. Aber so schnell geht das nicht. Hä, warum habe ich denn immer so Tonaussetzer? Habt ihr das auch? Was ist da los? Oh nö. Hallo? Was ist da los? Nee, geht das nicht. Hä, warum habe ich denn immer so Tonaussetzer? Was ist denn das? Ist wieder normal, hä? Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Ja, ich weiß, ich weiß. Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Ich bin mit dem Ohr dran gekommen. Was war das? Lass uns weitergehen. Und war in dieser, ja. Ich konnte nicht richtig erkennen, wer es ist. Ich glaube, Dylan wurde gefressen in der Anzeige. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Rookie McHookface. Keiner wird mich behandeln wie vorher. Das ist echt was Neues. Naja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann. Lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Haben wir unsere Chance verpasst? Nachsinnig. Ein bisschen Zeit für mich. Ja, beides ist wichtig, ne? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Woher recht hat er da recht, ne? Schaffen wir erstmal dieses Jahr. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Oh, Dennis. Da. Wäre praktisch. Oh, Scheiße. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Ich auch nicht. Alles gut, glaube ich. Nach der Misere da, ne. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Oh, Scheiße. Sind jetzt bei dir, die sind am Schrottplatz? Jetzt kommt wieder der Switch, nicht wahr? Oder? Lass mich los! Oh, Vollmond. Langsamer! Aus der Hecke, Lass Laura. Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jawoll, Laura. Zack, und der Quicktime. Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Wollen wir mal sehen. Wenn ich euch alle abknall, ist mir scheißegal. Hab dich. Quicktime, ich hasse es. Kapleck! Jetzt räche ich meine arme Kehle. Ja, meinst du? Lass mich los, verdammt! Wollen wir mal sehen? Oh. Entschuldigung! Ach, die heilt wieder. Es ist Vollmond. Hört sofort auf! Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf. Wach auf. Liebling. Komm schon. Wach auf. Wach auf. Ja, das ist eine Lüftung. Ah, guck mal, er ist auch einer. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Er hat auch gelbe Augen. Ist auch einer. Er ist tot. Das gibt Kopfschmerzen. Ciao, Kakao. Jawohl.
Ja. Es wird. Das kann man. Kann man flicken vielleicht. Niemand mehr beschützt. Oder eine Lüftung, so wie man. Travis. Entschuldigung. Es war Notwehr. Das wissen Sie ja. Entschuldigung. Nein! Du Ficker! Also, sie gehören doch dazu. Das sind also doch böse Leute. Och Mann. Ich dachte, ihr seid nett, ihr blöden Buben so. Was für ein komischer Killer an hier. Was ist denn das? Schatz vor. Ja, guck mal, der hat hier vorne in die Achsel rein. Guck mal. Und die Poren sind verehrt. Ja. Aus der Heck jetzt mit Ryan. Du Scheiße, die gehören alle dazu. Ja, wasch dich hier nehmen. Kein Problem. Ist nur eine Fleischwunde. Ah, okay. Das okay. Letzte Mal. Arm abgehackt. Ist nur eine Fleischwunde. Oh, ja, mach. Eigentlich soll man es nicht machen, aber mach. Oh. Also bitte merkt euch, wenn ihr mal sowas habt, was ich nicht hoffe, bitte nie rausziehen. Weil ihr sonst verblutet. Nein, geht nicht. Nein. Nee. Das ist drin. Das ist drin. Ihr verblutet sonst innerhalb von ein paar Minuten. Und vor allem, er hat keine Kompresse, er hat nichts zum Gegendrücken. Das ist nicht gut. Komm, da kommt wieder der Mediziner raus. Was ist denn los? Guck uns doch mal um. Wie das jetzt da hängt. Ja, auch bei gewissen anderen Sachen, ne? Man muss immer sich schützen, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Sonst kann es unschön werden. Wie man es nimmt, ne? Reicht auch Sprühpflaster, ja. Auch bis sie Desinfektionsmittel draufknallen. Und mitten auf die Wunde. Kelly Hackett's Bekenntnis schreiben an ihre Großmutter. Wieso können wir das nicht lesen? Ich will einfach nur Bekenntnis schreiben, ich möchte es aber gerne lesen. Lies es bitte vor. So, wir sind hier. Die anderen sind hier, meine ich. Camus. Wo sind wir? Aus der Hackett's. Die sind hier unten. Die wohnen also hier unten, also nicht weit. Und da haben wir auch, wir haben beim letzten Mal diese Karte gesehen, mit diesen, wo die ersten Vorfälle waren. Unter anderem da. Ja, genau. Geht auch, ne? Kann man auch machen. Habt ihr recht. So. Bergab. Hatten wir alles? Wenn das nicht liegt, dann das wäre doof. Einfach nur Bekenntnis schreiben, aber ich würde gerne wissen, was für ein was da drin steht. Das ist aber doof. Naja. Aber jetzt nirgendwo dran stoßen, niemand darf es rausziehen. Wir brauchen ein bisschen Infektionsmittel einfach raus. Einfach rausspucken reicht. Die gute alte Spucke, ne? Wird jetzt Omi sagen. Ja, es wird schon nicht ohne, du. Bin jetzt quasi schon bei Kapitel 9. Immer wenn die, die, oder? Wir sind ja immer, wenn diese mit den Tarotkarten kommt, sind wir eigentlich immer ein Kapitel weiter. Ja, es wird doch krasser, ja. Ich glaube, am Ende bleiben nicht viele übrig. Ich sag's, wie es ist.
Und selbst wenn nur einer überlebt, wäre ich schon zufrieden bei dem Spiel. Wie geht's? Da war ein Eimer voller Scheiße. Erstmal schön rausgepresst, Thomas. Ist hier noch eine Tarotkarte? Geh hier nochmal rumgucken. Nichts mehr, ne? Kleiderschrank. Okay, ist nichts. Können die dich nicht riechen? Ich weiß nicht. Ah, da! Der Tod! Cool! Tod. Der Tod in jeder Form. Den Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich versuche das Spiel so gut wie möglich zu beenden. Ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Bei anderen Challenge-Spielen waren wir immer gut dabei, aber gut, das ist auch ein Ticken. Ich finde es ein Ticken krasser. Ich mag das. Viele haben gesagt, nee, das ist, ist ja nicht so geil. Oh, hallo. Verstecken, Tür versperren. Verstecken. Und das Bett. Ah, du hast auch nicht mal... Also meine Hände... Ihr seht das nicht, aber meine Hände schwitzen. Ich fühle mich bei so Spielen auch richtig rein. Ich denk dann immer, ich bin gerade da und ich muss entscheiden, was mit dem passiert. Das ist so... Atem anhalten. Hey, Johnny Boy. Nenn jetzt mal Johnny. Im Schrank guckt er, glaube ich, rein. Oder? Tür ist offen. Oh, Scheiße. Ja, vielleicht hast du recht. Ich weiß es nicht. Problem ist, er kommt jetzt vorbei und ich habe fast keine Luft mehr. Mist. Oh, fuck, nein! Oh, shit. Hallo, Johnny Boy! Aber ich habe Klischee gehabt. Guck mal, das Spiel ist klischeehaft. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt in den Schrank gehe, dann ist das so ein bisschen wie Freitag der 13., wo Jason einfach in den Schrank reinhaut. So habe ich gerade gedacht. So habe ich gedacht, dass ihr vielleicht dann zuerst, wenn ich das wäre, würde ich zuerst in den Schrank gucken, statt unter das Bett. Weil Schrank ist offensichtlich. Du gehst drauf zu und denkst, oh, der ist da drin. Danke, Galine, schreibt bei mir auf Arbeit, denken die, das ist Creme, liebe Bewohner. Ja, das ist, ja, ich kenn's von früher noch. Cherise, oh no! Ja, okay, verabschiedet euch immer. Johnny? Johnny? Johnny, Alter. Oh ja, Mann. Lauf mir ja nicht weg, Drecksack. Ja. Komm. Ich hab gedrückt. Ich hasse dieses Spiel. Ich drücke wie Weltmeister. Schwimme hier in den Po hoch. Ja, Empor, nicht Impo. Empor hoch. Und ich wollte nur nicht. Fuck. Ah. Oh. 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 Sag doch was, Mann! Mach schnell. Ja. Das darf er von Blödsinn mega kriegen. Ich drücke mal
Nein, Junge! Fick dich! Aber du kannst dich nicht vor mir verstecken! Du kannst dich nicht vor mir verstecken! Verfick dich einfach! Selber Wichser! Genau, selber Wichser! Genau, jetzt hast du es gegeben, du! Wein! Mach's Maul auf! Entschuldigung. Oh, jetzt ist Laura. Komm schon! Gib dich auf! Ich drück den mal hoch und dann, du musst sie gedrückt haben, aber dann gleichzeitig noch mal nach oben zwischen. Verstecken, renn. Ich renne. Renn. Alter, what? Ich liebe es eigentlich, aber in dem Spiel hasse ich ihn. Oh, fuck! Ja, du sprichst ein bisschen. Ja, ich weiß. Du musst gedrückt halten, aber auch gleichzeitig die Maus dahin bewegen. Wenn du aber Ich mach mich immer nach oben. Das Ding ist aber, wenn du zu langsam bist, registriere das, dass du es halt nicht gemacht hast. Ja, das ist ein bisschen doof. Also muss immer gedrückt halten und dann halt ganz schnell in die Richtung. Wenn du es nicht machst, dann, ja. Dann ist vorbei. Das ist halt ein bisschen doof. Spiel, wieso hast du mich so? Aber ich mag das Spiel trotzdem, auch wenn die Quicktimes. Sind das hier echt Bären? Kapitel 9. Haus der Hacketts. Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass die Tiere wirklich tot sind. Ja, ich glaube. Oder zu schnell, ne? Beides. Beides nicht gut. Finde ich auch gerade interessant, weißt du, wir werden verfolgt. Wollen eigentlich nur flüchten? Und sie bleibt erstmal stehen. Oh ja, das sind ja schöne Trophäen hier. Komm, ich spiel ein bisschen Klavier. Fragezeichen? Nee, ich bin doch jetzt nicht so bescheuert. Bloß nicht. Aufs Fragezeichen? Was meinst du? Familienfoto? Ach, du meinst das hier, ne? Kann ich nicht. Das Fragezeichen immer, das ist so einfach so. Da kann ich nicht draufklicken, falls du das gemeint hast. Aber ich finde es schön, dass ihr aufpasst. Das ist sehr cool. Müssten eigentlich mal alle zusammen so ein Spiel spielen. Oh Gottes Willen, das wird ja richtig. Das wäre richtig heavy einfach. Jeder wird was anderes nehmen. So. Nein, das, nein, dies, da. Oh. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Oh. Oh. Da war jemand im Gefängnis. Kann ich mir das bitte nochmal ansehen? Empfangsbestätigung. In diesen Elektrokäfigen sollen wir Chris, Caleb und Kaylee. Die drei sind es. Chris, Caleb und Kaylee. Kaylee? Achso, die eine. Während jedes Vollmonds in der Camp-Saison sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Das Letzte, was wir wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem weißen Wolf helfen. Stimmt, den gab's ja auch noch. Seine Fährte wittern oder so. Solange wir das Blut benutzen, kann nichts gehen. Ja, das Blut war ja mit irgendwas geträufelt, das die ablenken quasi. Wow. Stammbaum. Den schreibt gerade
Taurus und du haben mal Man of Medan Koop gespielt. Das glaube ich. War sehr lustig. Ich denke auch, Caleb. Kaylee wurde ja erschossen. Also ich denke nicht, dass sie das überlebt hat. Und hier ist nochmal sehr interessant. Ich kann nicht höher gucken. Warum ist das so bescheuert? Wieder mal hoch. Kann ich höher gucken. Mathis, George Hackett, Lucy, Thomas Hackett, Annabelle Hackett. Das kann ich nicht. Sepp? Septimus Hackett? Kann das sein, dass es Sepp? Ich glaube, es ist ein S. Manny Jackson, die haben geheiratet. Lash Hackett, Francis Hackett. Zusammen mit Laura Blake Hackett, ehemalige Hackett. Judith Hackett. Und jetzt gehe ich mal so dran. Sieht man das so auch? Nee, natürlich nicht. Kann ich das bitte nochmal nachsehen? Hier ein Foto will ich nicht. Ich glaube, da hätten wir noch einen Mixtape, glaube ich, finden können. Deswegen auch das Fragezeichen. Wir haben sehr viele Sachen nicht, ne? Aber wir haben auch andere Wege benutzt. Also ich glaube, wir hatten nicht mal die Gelegenheit, alles anzuschauen. Okay. Also der Stammbaum ist sehr, sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Sehr weit in der Vergangenheit. So wollte ich das eigentlich sagen. Ich sag ja, heute ist mein Hirn ein bisschen lutsch. Mit 4 auf den Beinen, also was erwartet ihr? Wie immer eigentlich, ne? Die Sonne. Die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Ja, die richtige Entscheidung macht's, ne? Die Sonne. Da sehe ich mich. Wie geht's, Schätzchen? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Ich hätte es nicht verhindern können. Travis. Als Maul. Silber. Komm hier hoch, Junge. Maul, Junge. Zieh raus! Zieh raus! Schmeiß sie in deinen Kopf, komm! Du bist ein Werwolf, komm, mach's! Schmeiß sie in deinen Kopf! Oh, shit. Ja, da kommst du. Mann. Oh Gott, Leute. Oh Gottes Willen. Ich hätte aber keinen anderen Weg wählen können. Aber das Spiel, ich finde das... Ich finde das Spiel ist schlimmer als Until Dawn. Ich finde, das ist schlimmer als Until Dawn. Und sie verwandelt sich gerade, by the way. Die Sonne. Im Dunkeln siehst du mich nicht. Oh nein. Oh
Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Danke. Wir leben noch. Was soll das hier überleben, Null? Was soll das? In die Fresse. Sie hat Kaylee einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Du weißt, dass sie recht haben. Du weißt. Halt! Ja, wir überleben! Wegen der Tarotkarte, denke ich mal. Ah, wir haben kurz wieder Tonaussetzer. Alter, darf ich mal kurz durchatmen, Chat? Darf ich mal kurz atmen? Alter, das ist ja jetzt nur noch Hetzjagd pur. Du hast ja nicht mal 2 Minuten zum ganz schnell überlegen. Nee, du bist so. Das ist ja. Oh Gott. Jeder denkt so: Das ist jetzt nur eine Entscheidung. Ist das jetzt nicht Schlimmes? Ja, aber wenn ihr das Spiel so fühlt und denkt so: Oh Gott, wenn ich jetzt an der Stelle wäre, klar, musst du ruhig bleiben. Aber denkt euch mal, ihr werdet in der Situation. Und so spiele ich so alte Spiele. Und das ist halt oft dann so: Weil du schwitzt, weil du denkst: Oh Gott, wenn du jetzt was falsch machst, der stirbt einfach. Das gerät alles aus Kontrolle. Das auf jeden Fall, aber schon ein bisschen länger, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei dem Spiel nicht geht. Bin ich mal ehrlich. Ach. Oh, die Szene kennen wir. Zurück. Ich mag die Quicktime-Events bei dem Spiel nicht. Ich mag die Quicktimes nicht. Ich fand die bei Until Dawn besser. Du hattest zwar auch schon mal Stress, dass du so BASD oder ganz schnell F drücken musst oder irgendwas, aber bei dem Spiel, ich hasse es so sehr. Ich resette nicht. Ich mache nur kurz Pause, um das zu verarbeiten. Fuck! Ja, das hat sich jetzt schön in die Milz und die Lunge reingebracht. Hi! Hi, Johnny, was geht? Hey, Johnny. Wie geht's, Oreo? Schön, dass du da bist. Ich war eben so. Jetzt hast du da Rennen. Oh, das Spiel ist purer Stress. Ich finde das schlimmer als Until Dawn. Aber die Quicktimes sind für mich purer Horror. Muss ich mal so gestehen. Ja, noch nicht. Warte doch mal. Warte doch mal. Seid immer so schnell. Was ist denn? Komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst krieg ich Ärger. Zustechen? Aber vielleicht ein Fehler. Ja! Ja! Oh! Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Okay? Ich musste es tun, aber wie geil ist das? Oh, ich wurde noch nie gestochen. Ah, yeah! Johnny, Alter. Steady Johnny. Ich wurde noch nie gestochen. Das hat mich gerade gekillt. Entschuldigung. War alles sehr lustig heute. Urlaub, ja, dann genießt du deinen Urlaub. Ich hab's schon gesehen, Oma. Ja, so weit. Bestens, Oma. Bestens. Bisschen warm, aber sonst kann mich nicht beklagen.
Ja, ich habe jetzt auch ab Donnerstag nochmal kurz frei. Donnerstag, Freitag habe ich frei. Ja. Ein paar Tage bis Sonntag. Bin jetzt oft eingesprungen und viele Auswärtstermine per Patienten gehabt. Eigentlich gar nicht meine Abteilung ist. Aber macht man halt gern, ne? So. Ja, ich bin mal gespannt, wir verbluten wahrscheinlich. Ja. Lass mich in Ruhe! Au, das tut echt weh! Dad! Das tut echt weh! Dad, hab mich gebrochen! Hey, ich bin's! Oh Gott! Reiß dich zusammen! Das ist doof, Alter! Ich geh das Papa petzen. Dass er sich getraut hat. Oh, meine schöne Lederhose. Entschuldigung. Beruhig dich. Was ist nur mit dir passiert? Wir bluten jetzt doch nicht mehr, ne? Eigentlich nichts Besonderes. Wir sind gefunden. Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es? Ziemlich. Wie schlimm ist die Beißen jetzt? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Darf ich wieder aufmuntern? Erst Max, kann sein. Jetzt du. Je nachdem, wie du dich entschieden hast, ne? Das ist nicht deine Schuld. Hört dich? Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Darf jetzt nicht sterben. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Oh nein. Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Jetzt sag mir nicht, ich muss entfalten. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Frage. Hat sie nicht gesagt, wir müssen immer den Werwolf töten, der uns verwandelt hat? Das heißt, wir müssen sie doch töten, oder nicht? Ah, schwierig. Beißen lassen? Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Ach nee! Oh, ich will das nicht. Ich hab ja sonst keine Probleme, das zu machen, aber... Oh nee! Ja, vielleicht geht's auch vom Ursprung aus. Ja, das ist richtig. Aber verbluten wir wirklich? Nur zu töten, ja. Denk nochmal an die Vision zurück, die wir gesehen haben. Es waren zwei Werwölfe zu sehen. Die Mutter ist tot. Kaylee ist tot.
Also kann es nur Caleb sein oder es ist noch einer von der Familie. Oder uns bringt sie auch um. weil sie dann... Ah, schwierige Entscheidung. Aber wenn wir jetzt wahrscheinlich ableben, könnte es auch passieren, dass sie uns einfach frisst. Da wäre alles umsonst gewesen. Vielleicht würde er auch trotzdem durchkommen. Vielleicht kommt noch jemand und der in der Nähe ist, weil die anderen sind ja auf dem Schrottplatz. Der ist nicht so weit entfernt. No. Aber ich glaube. Sie bringen ihn nicht um, weil sie sich verwandelt, da auch Werwolf. Ja, genau. Und er ja auch. Also er ist ja dann. Ich weiß halt nicht, wie das in dem Spiel gehabt ist, aber normalerweise ist es ja so in den Mythen oder in den Horrorspielen, dass der Alpha ja das Sagen hat. Und dann hören die ja auch. Wenn das jetzt wirklich Chris ist, Chris Hackett, der Alpha ist, hören die natürlich auf den. Es sei denn, also gut, Werwölfe sind ja auch eigentlich Einzelgänger, ich weiß es nicht. Tja, schwierig! Ich würde sagen, eigentlich würde ich sagen, lehne es ab und verblute. Oder vielleicht schafft es ja trotzdem noch. Aber wir müssen es zu Ende bringen. Und wir können sein größter Albtraum werden. Deswegen nehme ich annehmen. Mache jetzt kurz den Prozess. Tu es. Ja, ist wahrscheinlich viel Entscheidung. Okay. Die digitiert dann jetzt sofort. Digitiert vor allem. Weich und saftig für dich. Krass, dass sie das aufhören konnte, ne? Gleich wirst du dich besser fühlen. Ja, mache ich ja auch. Aber vielleicht wird uns das zum Verhängnis, weil ja Vollmond ist. Fuck. Bist da? Wir müssen weg. Wir müssen fragen, einen anderen Ader lassen. Wir müssen es zu Ende bringen. Das ist ja auch meine Hauptmission. Das ist ja auch mein Ziel die ganze Zeit gewesen. Aber ich hinterfrag halt sehr viele Sachen. Weil wenn die anderen vielleicht nachher auch noch hier hinkommen und er digitiert dann auch noch. Ananas. Nein, keine Ananas. Ah. Schön. Meine Hände schwitzen. Ich lieb's. Weil so spät immer. Ich bin immer so mit. Ich weiß gar nicht, was los ist. Merkt man auch gar nicht, ne? Die schreit hier rum, die macht hier keine Ahnung. Erstmal ein Kaugummi. Oh. Hackett Schrottplatz bei Dylan, 23. August, 2:24 Uhr. Und wir haben wieder einen Tonaussetzer. Bin wieder ans Headset gekommen. Entschuldigung. Ja, immer noch nicht. Hallo? Ich hab das Kabel halt drin und wenn man das lädt, kann es halt schon mal passieren. Dass so leichte Tonaussetzer sind. Jetzt wieder da. Guten Tag. Entschuldigung. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Wir suchen die Dingspule.
dein Ernst? Das heißt für mich wieder mehr Schnall. Da ist extra drin. Hier, was ich dann immer so hochhalte. Dankeschön für den Sound. Vielleicht lasse ich auch drinne. Einfach für die Zuschauer. Einfach so zack. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir schneiden nochmal alle Episoden einzeln auf YouTube. Dass es hier gucken können und da halt nochmal jede einzelne Folge sozusagen. Jedes Kapitel halt. Das Gute ist, er hat die Shotgun. Cool, mehr Arbeit. Ja. Er hat das Licht angemacht. Im Schrottplatz sind jetzt bestimmt der Ältere und nicht Johnny, der andere von der Familie. Jeder Sound? Nee, Quatsch. Nee, alle Sounds nicht. Man muss halt gucken, ne, wegen. Dings, aber wir haben da eigentlich nie Probleme mit Copyright-Rechten. Haben wir hier auch nicht. Wir achten da schon sehr, sehr drauf. Sollte übrigens jeder machen, der Stream. Weil sonst habt ihr echt die Arschkarte. Nee, das geht nur. Vielleicht lasse ich auch so. Ich bin halt jemand, ich schneide halt viel bei Videos. Wirklich nur so kapitelweise. Ich mache keine Effekte rein, gar nichts. Ich lasse alles unverändert. Nein! Klappen, komm, jetzt gehen wir. Ich würde natürlich mal feiern, wenn wir so einen Kanal-Trailer hätten hier für Twitch. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die Zeit und die Geduld dazu, das zu tun. Ich bin zwar schon sehr kreativ und kann auch gut schneiden und Co., aber bin da kein Profi drin. So. Jetzt nochmal hier oben gucken. Oh ja, guck mal, schöne Reifen. Braucht noch jemand Reifen hier im Chat? Guck mal, schön. Schöne Reifen, ne? Na, was haben wir denn da? Hab ich das Können dazu? Ja, ich auch nicht. Vollmond am 22. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Ja. In der Tat. Dass ihr die Leckerbissen seid, ne? Ja. Lecker. Ja, ich fuchs mich da auch immer ein bisschen rein. Schrottplatznotiz. Dieses gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Ah, deswegen immer das Fragezeichen. Wer ist T? Mhm. T? Okay. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Du sagst es. Vielleicht haben sie ja was hier im Spiel, ne? Ist ja auch nichts nummeriert hier. Da könntest du auch schon wieder kotzen, ne? Am Regal. Wer macht denn sowas? Das nummeriert man doch. Wo welche Reifen liegen. Sag mal. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen ablenken. Aber wo könnte dieser Gegenstand sein? Vielleicht unten? Mal gucken. Einmal rumherum. Nix. Eine Schublade. Oh, kann ich nicht öffnen, okay. Wieder einer Licht angemacht. Vor allem, die sind ja hier in der Scheune, beziehungsweise in der Werkstatt, ne? Wieso nimmt er sich nicht irgendeinen Gegenstand auch, um sich zu verteidigen? Das frage ich mich immer wieder bei Spielen. Das ist die Hebebühne. Was haben wir denn hier für ein schönes Auto? Hm. Ja gut, schön ist anders, aber oh, so ein altes Auto. So einen alten Chevrolet oder so nochmal neu machen. Hm.
so einen kleinen süßen Käfer immer. Oder so ein Dodge Charger. Ah, okay. Ja, sorry, ich war so fixiert auf die Entscheidung. Danke, dass ihr aufpasst. Vielen Dank. Hier noch irgendwas? Das ist so ein Mittelgang. Ich erinnere mich nicht. Ich geh mal hier durch. Moin. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Dylan, ey. Ja, ist beides schlimm. Blöde Lichter. Ach, Dylan. Natürlich wieder Auswahl nach Tarotkarten halten. Glaubt ihr an Tarotkarten? Also ist jemand im Chat, der sich damit auch auskennt? So? Würde mich mal interessieren. Hab schon gar nicht gefragt. Also so allgemeine Sachen sind schon sehr selbsterklärend, aber... Ja, also eigentlich jedes, ne? Von den Alten hier. Weil ohne geht's schlecht. Mal hier hoch. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir gleich wieder Besuch bekommen. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Also ein Warnhinweis, okay. Ich muss doch ein Verteiler sein, hör mal. Tonrealität. Das Gericht. Da haben wir sie. Da ist die Tarotkarte. So unrealistisch das Spiel. Nein, das Spiel will, dass man ganz nach hinten geht. Nur um dann wieder ganz nach vorne gejagt zu werden von den Wölfen. Ja, natürlich. Ist das Klischee. Das Gericht. Das Gericht. Ey. Entschuldigung. Das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Ja, vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann unser Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Ja. Schnelle Entscheidung. Das geht klar. Ich möchte jetzt den Verteiler nehmen und abhauen. It is what it is. Ja, es ist ja extra so gemacht, ne? Also ich habe auch mal ein paar Kommentare gelesen bei dem Spiel, da hieß es, das ist voll Klischee. Es ist gar nicht gut, das Spiel. Doch, es ist schon gut. Es ist nicht ein normales Indie-Horror-Spiel, sondern es ist ein Aufbau-Entscheidungsspiel. Es ist ein Entscheidungshorror mit sehr klischeehaft. Das hat man auch in der Pressekonferenz damals. Als es hieß, es gibt bald ein neues 2000... Entschuldigung. Hi. Wieso haben wir immer die Bugs? Oder die Bugs finden uns. Guck mal, wie schön sie da marschiert. Guck mal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Es ist normal, dass es am Anfang nicht, weil man soll ja die Charaktere kennenlernen. Und viele haben halt gesagt, ja,
Das Spiel ist irgendwie langweilig, beziehungsweise es ist nicht so horrorbehaftet, ist ja voll blöd, weil du musst ja fast 3 Stunden investieren, damit was passiert. Ja, warum? Weil du ja die Charaktere erstmal kennenlernen musst. Das verstehen viele falsch. Keine Ahnung. Ich find das sehr angenehm. Guck mal. Hey Zwecke, hey Zwecke, hey Zwecke, ho! Ich hoffe, sie bleibt da nicht stecken. Ich gehe mal ein paar Schritte. Ah, okay, sie hat sich wieder beruhigt. Perfekt. Na, was haben wir denn hier? Huch. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange. Arum Scarum. Ja, das sind sie doch. Was ist das? Ja. Das tut ganz schön weh. Bitte nicht. Arum Scarum. Arum Scarum. Ist das was, Caitlin? Das kennen wir. Ne? Und Caitlin hat nichts gesagt. Einfach gar nichts. So, hier hoch nochmal oder wie? Dabei? Entschuldigung. Ich mach mal hier das Kabel raus. Da. Das ist, wenn das lädt, das Headset, dann kann es schon mal, wie gesagt, nach zu Ausbrüchen kommen, dass dann kein Sound ist. Für minimale Sekunden. Jetzt habe ich das Kabel raus, guck mal, weil voll. Sollte jetzt alles gut fahren. So. Oh, der Container da. Ich will da nicht durchgehen. Ich gehe hier rum. Oder? Nein, das weiß ich nicht. Mal kurz hier gucken. Oh, wo ist denn der Verteiler jetzt? Ist einer nicht wahr? Trampel doch nicht so. Aber Shirin, dieses Idis, what it is, das sag ich auch immer. Passt täglich. Ganz schön dunkel hier. Moin. Jetzt sind wir wieder hier. Wahrscheinlich hätten wir weiter hinten gemusst. Hier war nochmal. Wo will die eigentlich hin die ganze Zeit? Mal was gucken. Da hätte ich auch nichts rausnehmen können. Ja gut, dann gehen wir halt wieder da durch, ne? Ihr seid ja auch Schwestern. Was? Hallo, verlorene Schwester. Braucht ihr 3 Stunden das Ding zu finden? Batsch! Geht's geradeaus? Und hinten war, glaube ich, noch mal was zum Hochgehen. Ein bisschen schneller. Wir waren eben da, aber ich glaube nicht hier. Ja, ist er? Da! Natürlich das Auto! Das Auto! Na klar. Hab's gefunden! Also,
Hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesen Krallenspielen in unserer Spielhalle. Die Kids. Na, nein. Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ich verputze schon mal. Bekomme ich ein bisschen Schutz? Ermutigen, pass auf mich auf. Ob ich ein bisschen Schutz bekommen kann? Ich glaube, hier unten bin ich mehr gefährdet. Ja, aber du bist tougher. Aha. Komm schon. Wenn etwas angreift, schalte ich's aus. Ich kann eh besser schießen. Das stimmt. Okay, ich will da nicht mit leeren Händen hochgehen. Oh, enorm witzig. Ich gebe dir in deinem Zustand keine Waffe. Ende der Diskussion. Das macht keinen Sinn. Ich wollte doch eigentlich das andere nehmen, aber egal. Ich wollte die Reaktion wissen. Und Dylan, du schaffst das. Vorausgesetzt, ich habe kein Quicktime-Event. Dann schaffst du es auf jeden Fall. Baggerfan! Na gut. Sieht aus, als hätte hier. Rahmenplätze müssen verdichtet gelernt, sein. Wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Das wird schwer. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Nicht gut. Dann mal los jetzt. Okay. Kann ich hingucken? Ja, mit einer Hand ist es super schwierig. Und vor allem, dass es nicht auf sie abfallen, ne? Also ich sag's nur so. Großartig! Oh. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Achtung. Da kommt jemand. Wer hupt denn in so einer Situation? Der hat einen Arm, die hat eine Waffe dabei. Wer macht. Hä? Noch. Ich würde jetzt weglaufen, ne? Oh oh. Würde ich sagen, ne? Aber. Ich glaube, da sind noch ein paar unterwegs. Okay. Pass bitte auf. Atmet.
Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Er atmet. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Kein Ding. Ja, kein Ding. Von wegen tot. Ich bin gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber. Applaus, danke. Wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. Okay, was denn? Ja. So, so wird's gemacht, ne? Zerfetzt haben wir's. Zerfetzt. Shirita, deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen. Ja, true. Aber ich glaube, sowas gibt's auch in der EU, Leute. Ne? Oh mein Gott, tot. Wuhu, ja, dankeschön für den Applaus. Das war aber sehr, jo, ne? Das war mal intenser mal. Das war total realistisch. Ja, hallo, wir leben... Wir spielen ein Spiel, das ist nicht realistisch. Bitte nennt mir mal Spiele, wo alles realistisch ist. Das gibt es fast nicht. Aber das Vieh ist nicht tot. Ich würde trotzdem weggehen. So. Ich würde das Ding schnappen und hauen. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Beim Hupen? Wer hupt denn in so einer Situation? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Wer hupt denn in so einer Situation, Leute? Aber unser Fluchtding ist weg, ne? Aber auf der anderen Seite, ein Auto macht auch viel Krach, ne? Also, das Vieh ist sowieso schneller als wir. Ich denke auch schneller als ein Auto. Vielleicht irre ich mich jetzt auch, ne? Können wir uns ja mal später irgendwann angucken, ne? Hackett's Quarry Lodge Sturmkenner, 23. August bei Abigail. Ja, Abigail ist ja alleine, ne? Melde dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Hm. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Was du tun sollst, aber in dem Falle wäre es vielleicht mal angebracht, Mädel. Jetzt bist du ganz allein. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt mit den anderen mitgehen sollen. Hallo? Chat. Ist da jemand? Weiß jemand, wie das Lied heißt von dem Schrottplatz? Das würde ich gerne auf die Playlist packen. Voll geil. Hallo? Ist da jemand? Ich hoffe, das hält. Bitte nicht. Der Hierophant. Hatten wir nicht schon mal? Nee. Ein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen, er ist da draußen, ganz allein. Unter Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken sie, brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas, mein kleiner Wolf. Mein kleiner weißer Wolf, ich muss ihn beschützen. Du darfst ihn nicht diesen Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ja, ich sag doch, die hat die verflucht. Die hat das Spiel schon durchgespielt. Ich weiß schon, was ist. Okay, bye. Macht gut. So. Wie ich gerade gemacht habe. The Quark Soundtrack. Okay, nice. Dankeschön. Vielen Dank. Danke fürs Nachschauen. Sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Richtig Mods loben. Ja, dies macht aber mehr als Mods. Aber er macht einfach so viel. Dankeschön. Tut uns, Brudi, danke. Deshalb ist das Licht aus. Ja. Hm.
Der Jäger muss hier gewesen sein, bevor er uns angegriffen hat. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Oh, gee. Jesus. Wie geht's hoch? Ich weiß ja nicht. Falltür. Jemand sieht zu. Jemand sieht zu. Die will uns so warnen. Hä? Egal. Du hast das Lied rausgesucht. Was du? Komm mal auf da. Das ist nicht selbstverständlich. Hab ich nie. Okay. Hey! Ihr Gesicht, guck mal, jetzt können wir das aber von nahen ansehen. Ja? Oh nein. Hat es sich aufgehalten? Huch. Ah nee. 23. August, Laura. Haus der Hacketts. So. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Also, Quark, auch cool. Das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Guck ich einfach, Kapitel 9 war's. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Huch, hat's kurz gestoppt. Okay. Bleibt spannend. Vorsicht. Vorsichtig. Yep. Oh. Hi. Was war das? Sollte es da bleiben? Ich denke, das ist Chris Hackett. Hi! Immer so Vermutung, ne? Laura? Willst du bitte was tun? Nicht jetzt! Komm schon! Ah, das ist das. Das ist das Ding. Die verwandelt sich. Das ist die Szene. Also meine Vermutung war. Meine Vermutung war das Ding. Scheiße. Ah, ich hätte auf meinen Instinkt hören sollen. Bobby! Die Waffe! Damit ist der auch gut. Nein!
Es ist aber in Ordnung. Es steht halt nur ein Einfluss unter dem. Ah, da, wenn das zu ruckelt. Hallo? Hallo? Mauer war links. Ja, an der Wand war. Müssen wir zuerst killen. Ich musste kurz Pause machen, weil es hat sich kurz gefreezt. Ihr habt es vielleicht gesehen. Und jetzt, wenn ich wieder reinklicke, geht es wieder weiter. Keine Ahnung, was das gerade ist. Ich glaube, wie war die Vision nochmal? Wir haben erst auf den da hinten geschossen, angeblich. Und der an die Wand kam, bei dem Polizisten, der hat ihn dann zerfetzt, richtig? Also müssten wir theoretisch den, der an die Wand kommt, zum Polizisten zuerst schießen. Problem dabei ist aber natürlich, dass der andere uns wahrscheinlich dann auch, aber wir haben ja den Weg gewählt, dass wir gebissen worden sind. Let's try this. Hä? Wieso? Aber wir kommen doch eh wieder, oder? Ups. Upsi. Das, ja. Aber wir sind doch gebissen worden. Was ist das für eine Thematik? Aber gut, die eine hatte ein Auge raus, ne? Vielleicht, ne? Ja, das ist wahrscheinlich, ne? Aber ich hätte, oh. So Karten, wenn die Karten nicht wären, ich glaube, ich würde einfach alles instinktiv machen. Mein Instinkt kann ich mich eigentlich verlassen, ne? Silberkugel töten die Viecher, ja. Das ist richtig. Das heißt, er ist jetzt tot. Obwohl nur das Gewehr steckt in seinem Kopf. Der wurde ja nicht angeschossen. Die anderen sind aber, ja, stimmt. Die anderen sind natürlich zerfetzt worden. Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht lebt er ja noch. Du hattest deine Chance. Ja. Du hattest die Chance. Ja. Zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Ich habe wirklich versagt in dem Spiel. Ich gebe es zu. Ich hätte einfach den Kopf fressen lassen sollen. Egal. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorne schauen. Hätte sie aber nicht gönnen. Tod. Passiert. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel. Veränderung, Transformation, oft interpretiert als Backe für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Hm. Schön, dass dich das amüsiert. Freut mich für dich. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde hier nochmal eine Schippe mehr. Das Gericht. Aber das macht ja eben interessant. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Alles hat Bedeutung. Jede Entscheidung vermag, die Balance gleich zu erschüttern. Lass dir Zeit. Denk. Mhm. Überlebe. Vielleicht. Vielleicht, aber...
Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Ja, wo hab ich den her? Aus dem Haus. Ja. Wo hast du ihn her? Ja, er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein. Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Oh. Nee, ich seh nix.